Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich unsere Einladung zu unserem heutigen virtuellen Pressbriefing angenommen haben. Denn ab kommenden Sonntag werden sehr viele Augen nach Glasgow gerichtet sein. Denn dann beginnt die 26. UN-Klimakonferenz, die wir wahrscheinlich im weiteren Verlauf des Pressbriefings jetzt nur noch COP26 nennen werden. Wie Sie alle wissen, findet die COP26 quasi mit einem Jahr Verspätung statt, denn im letzten Jahr musste sie abgesagt werden wegen der Corona-Pandemie. Und nun, in diesem Jahr, findet sie statt in einer Zeit, in der die weltweiten Treibhausgasemissionen wieder steigen, mitten in einer Energiekrise, kurz nachdem die UN in einem Report feststellt, dass auch noch 2030 die G20-Staaten viel zu sehr auf fossile Energie setzen werden. Mitten in Koalitionsverhandlungen hier in Deutschland nach der Wahl in einem wichtigen Industrieland in den ganzen Verhandlungen, aber auch in einem Jahr, in dem ein anderer US-Präsident das Sagen hat in den USA und auch in einer Zeit, in der in vielen Ländern zunehmend Klimaklagen gegen Regierungen, gegen Gesetze und gegen Unternehmen nicht nur eingereicht, sondern zum Teil auch genommen werden. Also die Randbedingungen haben sich tatsächlich auch ein bisschen verändert gegenüber dem letzten Jahr. Das Abkommen nach den Pariser Klimaverhandlungen 2015 fühlte sich ein bisschen an wie so ein Durchbruch, aber der Eindruck ist oft, so richtig besser geworden ist es seitdem nicht. Die Frage heute? Vielleicht doch. Denn COP26, das heißt auch, 25 Klimagipfel gab es in der Vergangenheit und wir stehen, wo wir stehen. Ich habe Stimmen gehört, die in diesem Klimagipfel die letzte Chance sehen, das Tempo für die Transformation in eine postfossile Ära entscheidend zu beschleunigen. Also die letzte Chance, bevor die Ziele des Pariser Klimavertrages unerreichbar sein werden. Wir möchten dieses Pressbriefing daher nun gerne nutzen, um uns und Sie gemeinsam auf den anstehenden Klimagipfel vorzubereiten. Was würde die COP in Glasgow zu einem Erfolg machen? Was zu einem Misserfolg? Wo sehen unsere Experten die inhaltlichen Kulminationspunkte der Verhandlungen? Und worauf sollten wir als Journalistinnen und Journalisten mit besonderem Augenmerk achten? Ich freue mich, dass wir die drei Experten für dieses Pressbriefing gewinnen konnten. Das sind diesmal Professor Dr. Niklas Höhne, Leiter und Geschäftsführer des New Climate Instituts in Köln und Professor für Klimaschutz an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Dr. Karl Friedrich Schleusner, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Forschungs- und Politikberatungsinstituts Climate Analytics und Gruppenleiter an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Professor Dr. Raimund Schwarze, er ist Ökonom und Leiter der Arbeitsgruppe Klimawandel und Extremereignisse im Department Ökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, um hier mit uns dieses Pressbriefing zu veranstalten. Und wie immer, bitte her mit Ihren Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheiten, um die Experten nach den Dingen zu fragen, die Sie gerne wissen möchten. Wir haben kein vorgeskriptetes Drehbuch, sondern es soll ausdrücklich Platz für Ihre Fragen sein. Wir haben in der Vergangenheit nie alle Fragen geschafft, werden aber versuchen, so viele wie möglich durchzudeklinieren. Die Fragen, die Sie haben, tragen Sie bitte unten ein in Fragen und Antworten, abgekürzt mit F&A und nicht, ausdrücklich nicht in den Chat, sondern bitte unter Fragen und Antworten. Und wir werden uns dann versuchen, im Teamwork darum zu kümmern. Liebe Experten, wie ich Ihnen angekündigt hatte, habe ich jetzt für jeden von Ihnen eine kleine Einstiegsfrage, damit wir schon mal so ein bisschen in die Sprechlaune kommen. Damit möchte ich beginnen und kurz danach öffnen wir dann auch für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Höhne, das Alphabet sieht Sie zuerst vorne und deswegen möchte ich auch da beginnen. Vor 5 COPs, aber vor 6 Jahren, 2015 in Paris, wurden die NDCs, die nationalen Klimaziel-Selbstverpflichtungen sozusagen, entworfen und entwickelt. Und bis 2020 sollten sie zum ersten Mal nachgeschärft werden. Denn der Vertrag sagt, 5 Jahre nach Inkrafttreten sollen sie nachgeschärft werden und nicht 5 Jahre, also zur COP 5 Jahre später danach sozusagen. Wie gut hat denn das jetzt geklappt mit dem ausgefallenen Klimaverhandlungen vom letzten Jahr? Und was ist da eventuell nun noch in Glasgow oder in der Woche bis dahin zu erwarten? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und willkommen auch von meiner Seite. Sehr schön, hier zu sein. Ja, für mich ist es die 24. COP schon. Ich habe seit der ersten nur zwei ausgelassen. Und das ist oft frustrierendes Geschäft. Es geht einfach alles viel zu langsam voran.
In dieser Runde muss man aber sagen, dass sich was getan hat. Und das finde ich sehr positiv. Immer noch nicht genug, bei weitem nicht genug. Und es ist immer noch, ich würde sagen, diese COP die letzte Chance, tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel noch in Reichweite zu halten. Aber es hat sich immerhin was getan. Auf der Positivseite ist zu vermerken, diese Welle von Klimaneutralitätsbekundungen. Das hatte angefangen mit Europa, dann die USA ist eingestiegen, auch China. Und damit haben wir quasi drei Viertel der globalen Treibhausgasemissionen abgedeckt mit Ländern, die klimaneutral werden wollen bis Mitte des Jahrhunderts. Und das hat auch so eine Sogwirkung entfaltet. Also sobald China das gesagt hat, wollten auch Südkorea und Japan dabei sein und haben ein neues Ziel vorgeschlagen. Und jetzt sogar die Länder, von denen ich das nicht erwartet hätte, wie Russland, Türkei und Saudi-Arabien haben jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesagt, dass sie auch in Richtung Null-Emissionen gehen wollen. Also das ist tatsächlich, da hat diese Sogwirkung oder diese Spirale nach oben wirklich funktioniert. Das sind aber nur die langfristigen Bekundungen bis zum Jahr 2050. Die sind gut und wenn man da die Temperatur ausrechnet, die da rauskäme, wenn alle Länder das tun, was sie versprochen haben, dann sind wir rund 2 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das ist sehr positiv. Das ist niedriger, als wir je das vorhergesagt haben. Das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, kein einziges dieser Länder hat kurzfristige Maßnahmen umgesetzt, um tatsächlich sich auf den Pfad hin Richtung Netto Null zu bewegen. Kein einziges. Und da sieht man auch die neuen Ziele, die die Länder für 2030 eingereicht haben zum Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist besser geworden als noch vor 5 Jahren, aber es schließt diese riesige Lücke nicht, die wir haben in Richtung 1,5 Grad. Mit allen Beiträgen, die die Länder bisher vorgeschlagen haben, stabilisieren sich die globalen Treibhausgasemissionen ungefähr bis zum Jahr 2030. Für 1,5 Grad müssten sie aber halbiert werden. Also im Jahr 2030 emittieren wir bei der vollen Umsetzung aller zusätzlichen Maßnahmen dieser NDCs vom Pariser Klimaschutzabkommen, da emittieren wir doppelt so viel Emissionen im Jahr 2030, als wir es für 1,5 Grad sollten. Das ist eine enorme Lücke und die gilt es zu schließen. Dieser Update-Prozess in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass diese Lücke etwas kleiner geworden ist, ungefähr 20% kleiner. Aber das bedeutet, sie ist immer noch riesig und da muss unbedingt nachgeschärft werden. Danke für diese Einschätzung. Herr Schleusner, jetzt hat das Alphabet mich zu Ihnen gebracht. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschungsarbeit ja unter anderem auch mit der Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel auf soziale Stabilität und zivile Konflikte haben kann. Es gab im Vorfeld der COP Kritik von NGOs, dass es für Vertreterinnen oder an der Durchführung der COP, dass es für Vertreterinnen und Vertreter ärmerer Länder schwieriger sein könnte, Zugang zum Gipfel zu bekommen, weil in deren Ländern das Impfprogramm gegen das Coronavirus noch nicht so weit fortgeschritten ist. Inwiefern sehen Sie denn die Gefahr, dass die Stimmen der sich entwickelnden Länder weniger vernehmbar sein werden als in der Vergangenheit? Also der Rahmen der Corona-Impfung und auch der globalen Frage der Solidarität in diesem Kontext ist natürlich, sage ich mal, auch ein Hintergrund, nicht nur rauschend, sondern durchaus eine Hintergrunddissonanz, vor der diese COP auch stattfindet, weil es nicht unbedingt für den Multilateralismus spricht, wie jetzt mit der globalen Impflücke, auch da können wir ja von einer Lücke sprechen, umgegangen wird. Die Veranstalterinnen der COP haben natürlich irgendwie versucht, die Partizipation auch von den meisten Ländern irgendwie zu ermöglichen. Das heißt, einige der schlimmeren Befürchtungen mit Vertreterinnen von Ländern des globalen Südens, die dann mehrere Wochen in Quarantäne jeweils verbringen müssen und so, haben sich so nicht ganz bestätigt. Wie vielen Teilnehmerinnen dann die Teilnahme wirklich ermöglicht sein wird, wird sich erst, glaube ich, in der nächsten Woche oder bei Beginn der Klimakonferenz wirklich zeigen. Ich weiß von einigen kleinen Inselstaaten, die nicht oder kaum nur partizipieren können, auch natürlich, weil der globale Flugverkehr etwas eingeschränkter ist. Ja, also es gibt sozusagen eine Vielzahl von Einschränkungen, die jetzt je nach Land eine Rolle spielen. Das ist für die vulnerablen Länder natürlich eine große Herausforderung und auch eine Quelle dessen Fragestellen des Prozesses in gewisser Weise. Gleichzeitig ist insbesondere diesen Ländern natürlich klar, dass die Bedeutung dieser COP
nicht zu unterschätzen ist und dass es extrem wichtig ist, dass die COP stattfindet und auch einen möglichst erfolgreichen Abschluss findet. Denn obwohl natürlich Ihre Teilnahme das eine Ziel ist, ist die Frage, Herr Höhne hat es ja auch schon angesprochen, wie das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten ist, eine Überlebensfrage für kleine Inselstaaten und besonders vulnerable Länder. Und eine Konferenz, in der dieses Ziel natürlich maßgeblich auch irgendwie zumindest implizit auch mitverhandelt wird, braucht Ihre Teilnahme und braucht auch ein erfolgreiches Ergebnis, was Ihnen halt auch sehr wichtig ist. Deshalb sieht man eine Reihe von auch gemischten Botschaften sozusagen. Es gibt natürlich die Botschaft, dass volle Partizipation und auch Berücksichtigung Ihrer Interessen wichtig und richtig ist und entscheidend auch für das Ergebnis der Klimakonferenz. Gleichzeitig wird zumindest von den Verhandlungsgruppen die Durchführung der Konferenz nicht in Frage gestellt, da das Ergebnis und auch sozusagen ein hoffentliches Glasgow-Momentum für weiteren globalen Klimaschutz natürlich irgendwie von überragender Bedeutung ist. Vielen Dank. Herr Schwarze, in Vorbereitung dessen, des Pressbriefings heute, habe ich mich erinnert, dass auch Sie zu Gast waren, als wir im April 2020, direkt nach der Absage der COP für letztes Jahr, ein Pressbriefing gemacht haben mit der Fragestellung, was hatten das jetzt für Konsequenzen für die fortschreitenden Klimaverhandlungen? Und ich zitiere Sie mal daraus. Die Absage ist besonders schmerzhaft. Ich würde es fast einen Gau nennen. Wie sehen Sie das denn heute? Ist tatsächlich wertvolle Zeit verloren gegangen oder sind trotz der Corona-Verschiebung Dinge weitergelaufen, also besser weitergelaufen, als Sie das bei Ihrer Beschreibung damals so erwartet hätten? Ich glaube, es ist wertvolle Zeit verloren gegangen. Vielleicht nicht die schlimmste aller Befürchtungen haben sich erfüllt. Aber durch Corona ist nichts, ich würde sagen gar nichts besser geworden. Wenn ich auf das Ergebnis schaue, die CO2-Emissionen steigen wie zuvor. Die Welt kommt in den Wiederaufbau nach Corona in einer Variante des Zurück wie zuvor zum Business as usual. Also kein Build Back Better, wie versprochen. Der UNEP Production Gap Report sagt jedenfalls bezogen auf die Fossilen genau das voraus. Also hier haben wir schon bezogen auf die in der Tat guten Langfristperspektiven, die uns diese Verhandlungen bieten, kurzfristig nichts zu erwarten. Und es gab natürlich auch massive Kritik von vielen NGOs genau an dieser Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich umgesetzt wird, auf und zwar jetzt sehr kurzer Strecke bei dem Wiederaufbau und den langfristigen Versprechen, auch sagen wir mal der Weltenergie-Outlook, der ja eigentlich vorsieht, dass überhaupt keine Fördermengen mehr aus Kohle und Gas in Zukunft passieren sollen, ist durch nichts gedeckt, was wir sehen. Also ich sehe durch die Pandemie den UNFCCC-Prozess ziemlich geschwächt. Und das betrifft jetzt nicht nur die Anwesenheit in Glasgow, sondern erstmal auf das Zentralergebnis, was ja hier erbracht werden muss, nun endlich das Regelwerk von Paris zu schließen, was ja für die Implementation nun wirklich wichtig ist. Da haben die Zwischenkonferenzen uns eigentlich keinen Schritt vorangebracht. Die Problemlagen sind wie vor 3 Jahren und sie sind quasi 3 Jahre lang auch ausbuchstabiert worden mit Präsenz. In der fehlenden Präsenz ist man an den entscheidenden Bruchstellen nicht weitergekommen. Insofern, ich sehe, wertvolle Zeit wurde verloren durch natürlich auch höhere Gewalt in dem Sinne, dass die Pandemie natürlich nicht vorhersehbar war, aber sie hat auch nichts Positives beigetragen. Ich sehe keinen elementaren Beitrag. Ansonsten würde ich beiden Rednern zustimmen. Die Lage war nie so gut wie jetzt, was die Langfristversprechen angeht. Es ist klar, dass es hier jetzt ja auch nicht um einen Paris-Moment geht. Wir sind mitten in diesem Prozess, das muss man jetzt sagen. Also hier rein prozessual steht zunächst mal das Paris-Regelwerk an und nicht ein großes Abkommen, außer vielleicht dem Methanabkommen, über das wir ja gleich vielleicht noch sprechen werden. Und ansonsten ist, glaube ich, gerade der Ausgleich mit den Entwicklungsländern und deren Anliegen
eigentlich die wirklich wichtigste Botschaft, die von Paris ausgehen muss, der UNFCCC-Prozess ist vollständig kompatibel zu dem, was, sagen wir mal, viele Industrieländer im Kern bewegt, nämlich der Green Deal, und dass das nicht entkoppelt wird. Das ist die zentrale Message, die ich von Glasgow erwarte. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch ganz kurz eine Frage an Sie alle drei, mit Bitte um kurze Antwort. Ich kann mich erinnern, Herr Schwarze, dass Sie mir zum Beispiel gesagt hätten, vor Madrid vor 2 Jahren, es wird ganz, ganz viel um Paragraph 6 gehen, wo es unter anderem auch um die Frage des Double Accountings von eingesparten CO2-Emissionen gehen könnte. Und dann haben wir immer sehr genau drauf geguckt, wie da der Verhandlungsprozess tatsächlich war. Gibt es denn Dinge, von denen Sie sagen, da wird wirklich, da werden die Gratwanderungen der kommenden COP sich abspielen? Gut, wenn Sie mich jetzt gerade fragen, würde ich sagen, die Gratwanderungen werden sich da abspielen, wie ich schon angedeutet habe, wie man schneller zu Erfolgen kommt. Also die langfristigen Versprechen werden das den Prozess nicht stabilisieren, sondern wenn dieses Implementationsdefizit immer größer wird, dann wird die Lage kritisch. Es muss also geliefert werden. Insofern, das wird man verfolgen müssen. Ich sehe es jetzt nicht, wie gesagt, nicht in Glasgow. Es wird sich aus meiner Sicht nicht hier in Glasgow entschieden, ob man den Prozess aufgibt oder ob man dann sagt, jetzt Kopf in den Sand, da ist gar nichts mehr zu erreichen. Dazu sind die Versprechen oder die Gesamtlage eben so gut wie nie zuvor. Ich möchte noch mal erinnern, wie wir vielleicht vor 10 Jahren im Übergang zum Paris-Abkommen darüber gedacht haben, diese Macht, die die Null-Emissions-Versprechen bezüglich der Gefahr des sogenannten Gefangenen-Dilemmas, also einfach zu sagen, mein Anteil ist zu klein und lass doch erstmal alle anderen gehen. Das ist etwas, was wirklich überwunden wurde, und das war so ein zentrales Fundament der Kritik an dem Gesamtprozess. Insofern bin ich außerordentlich positiv, glaube aber, dass eben weder hier jetzt was entschieden wird, noch dass es jetzt daran brechen wird. Artikel 6 ist gerade aus meiner Sicht sehr niedrig gehängt worden. Ich finde das etwas unglücklich, weil ich sehe sehr viele Zusammenhänge zwischen den Regeln Artikel 6 und dem Ratcheting-Prozess. Das Wuppertal-Institut hat es übrigens sehr schön dargelegt, dass der Transparenzmechanismus nicht funktionieren wird, wenn nicht auch zugleich die für Artikel 6 die Lösungen gefunden werden. Also eine weitere Vertragung wäre schon so ein Punkt, wo ich sage, das wäre Misserfolg. Der großen Erfolg würde ich allenfalls jetzt in diesen konkret vor uns liegenden Verhandlungen sehen, wenn zum Beispiel eben ein Methanabkommen, was ja sehr kurzfristig auch Leistungen erbringen könnte, bezogen auf die Einhaltung unserer Emissionsbudgets, beziehungsweise kurz vor allem Impact-Wirkungen erbringt, anders als CO2, das sehe ich als Erfolg. Also dazwischen bewegt sich das Erfolg bezüglich irgendwelche kurzfristig wirksamen Maßnahmen. Misserfolg wäre, wenn man ein weiteres, viertes Mal gewissermaßen an solchen technischen Details scheitert, pandemiebedingt oder nicht. Herr Schleusner, Herr Höhne, vielleicht ganz kurz noch gar nicht jetzt mit der, wann wäre es ein Erfolg, wann ein Misserfolg, sondern tatsächlich dieses, wo gucken wir hin, wo werden Diskussionen tatsächlich sich so entspinnen, dass wir, wenn wir sie nur beobachten, sehen können, wohin sich die Waage neigen könnte, mit der Bitte um kurze Einschätzung, denn es purzeln Fragen rein, auf die ich große Lust habe, die auch in die Runde zu streuen. Herr Schleusner. Genau, vielleicht fange ich kurz an. Also ja, sicherlich gibt es da auch, also ich freue mich schon auch auf die Diskussionen, auch zum Beispiel zu Fragen wie Methan oder Ähnliches. Aber kurz, um auf Ihre Frage zu antworten, natürlich geht es erstmal um die Architektur, ja, die fehlenden Elemente des Regelwerks, Marktmechanismus, Transparency und Common Timeframes, also Regelwerk, Versatzstücke, die irgendwie gelöst werden müssen. Über allem schwebt vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, als Schlüsselmoment für die Frage, auch wie wir die Dynamik an der COP erleben werden, sicherlich die Frage der Klimafinanz und der Bereitstellung der 100 Milliarden und aber auch dann darüber hinaus. Da, soweit ich informiert bin, kommt möglicherweise heute dazu nochmal eine neue Information seitens der entwickelten Länder.
Das werden wir sehen. Sicherlich ist die Frage, wie das auch in Hinsicht auf die G20 jetzt Ende der Woche irgendwie reflektiert wird, sage ich mal, wird uns sozusagen die Hintergrund, den Startpunkt für die COP liefern, weil die Frage von Klimafinanz und Klimavermeidung ist tatsächlich die zentrale Dichotomie, auch natürlich in der Architektur des Abkommens. In diesem Kontext wird es dann auch um Fragen von Anpassung und Klimaschäden und Verlusten natürlich gehen. Und auch auf der Frage, was zum Beispiel hinsichtlich von Klimafinanz über die 100 Milliarden hinaus entschieden werden wird, auch über die nächste Dekade. Weil ich denke, wenn es um eine Diskussion zu mehr Ambition, mehr ambitioniertem Klimaschutz in seiner sozusagen Paris-gedachten Holistik geht, dann wird es nicht nur um die Frage gehen können, wie kriegen wir stärkere Emissionsreduktionen in der nächsten Dekade, sondern auch um die Frage, wie kriegen wir stärkere Zurverfügungstellung von internationaler Klimafinanz. Und ich denke, da werden sich sicherlich irgendwie ein paar interessante Momente ergeben. Dabei belasse ich es erstmal und komme gerne auf einige Punkte davon nochmal zurück. Herr Höhne, ja. Ja, das Wichtigste ist schon genannt. Für mich ist immer wichtig, auch zu gucken, es gibt Dinge, die stehen auf der Agenda offiziell und es gibt Dinge, die stehen nicht offiziell auf der Agenda, sind aber trotzdem wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger. Die Dinge, die auf der Agenda stehen, sind eben die Marktmechanismen, also Artikel 6 oder Emissionshandel, dann eben diese Berichterstattung oder die globale Bestandsaufnahme. Und da bei diesen Themen ist es aus meiner Sicht wichtig, hatten wir jetzt auch schon gesagt, dass man da überhaupt was beschließt, ja? Dass man zeigt, dass der Prozess funktioniert, dass sich die 192 Staaten einigen können. Und das wäre sehr, sehr wichtig, also dass das Regelwerk tatsächlich abgeschlossen wird. Was nicht auf der Agenda steht, sind eben die nationalen Zusagen der NDCs, die andere Zusagen, die man haben kann für Methan oder Verbrennungsmotor oder Kohle und Zusagen für mehr Klimafinanzierung. Das sind für mich sehr, sehr wichtige und fundamentale Dinge, auf die man achten muss. Auch wenn sie gar nicht offiziell auf der Agenda stehen. Aber das ist genau der wichtige Punkt. Das ist der Knackpunkt. Wenn das nicht passiert, wenn Länder nicht ihre Ambitionen erhöhen, wenn sie nicht Geld auf den Tisch legen, dann funktioniert das gesamte System nicht. Und deswegen ist es wichtig, dahin zu schauen, was da passiert. Gut, vielen Dank. Dann jetzt feuerfrei für die Fragen der Journalistinnen und Journalisten, die reingekommen sind. Und die erste, die ich stellen möchte, Herr Höhne, schließt so ein bisschen an meine Einstiegsfrage an Sie. Der Kollege fragt, ist der Update-Prozess des Pariser Klimaabkommens aus Ihrer Sicht gescheitert angesichts der Tatsache, dass viele Länder noch keine oder keine ambitionierteren Ziele formuliert haben? Ja, das ist ja immer halb-halb. Also es gibt Länder, die haben tatsächlich mehr eingereicht, als sie noch vor 5 Jahren eingereicht haben, so wie es sein soll, wie es das Pariser Klimaschutzabkommen vorsieht. Und die haben tatsächlich auch die Lücke verringert. Ja, also die Länder, die am meisten dazu beigetragen haben, sind die USA, die vorher draußen waren, jetzt sind sie wieder drin und deshalb macht das einen großen Einfluss. China auch, weil sie einen Vorschlag gemacht haben, den haben sie noch nicht offiziell eingereicht, aber immerhin gibt es einen Vorschlag, weil China so groß ist, ist das auch ein großer Beitrag. Dann andere Länder wie Großbritannien, Kanada, Chile, Argentinien und so weiter, die haben auch mehr ambitioniertere Dinge vorgelegt. Das ist super und das muss man als positiven Punkt sehen. Es gibt sogar Länder, die hatten schon etwas eingereicht, sind dann aber durch diesen Prozess dazu gedrängt worden, nochmal nachzulegen. Also Länder wie Südkorea, Japan und Neuseeland hatten erst einen Vorschlag eingereicht, der genau dasselbe war wie vor 5 Jahren, und sind jetzt aber dazu übergegangen und sind nochmal zurückgegangen und haben jetzt was Neues eingereicht. Neuseeland noch nicht, aber Neuseeland will das noch tun vor der COP. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel. Man kommt nicht weg, wenn man einfach dasselbe einreicht, sondern dieser internationale Prozess von Druck führt dazu, dass Länder tatsächlich mehr tun müssen. Es gibt aber eine Gruppe von Ländern, die diesem Druck standhalten und trotzdem etwas eingereicht haben, was gar nicht besser ist als vorher, im schlechtesten Fall sogar schlechter ist als vorher, also zu mehr Emissionen führt. Das sind so Länder wie Australien, Indonesien, Russland, selbst die Schweiz hat nichts Ambitionierteres eingereicht. Brasilien ist deutlich schlechter geworden in ihrem Vorschlag. Also das sind Prozesse, die sind eigentlich nicht im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens und sollten eigentlich nicht vorkommen. Und hier hat der internationale Druck nicht funktioniert, diese Länder dazu zu bewegen. Wir haben noch ein paar Länder, die haben noch nichts eingereicht, aber da bin ich noch zuversichtlich, dass sie das tun. Jeden Tag purzeln neue NDCs rein. Ganz wichtig für mich wäre Indien als einer der größten Emittenten, der noch nichts eingereicht hat. Da hoffen aber auch alle, dass das am Anfang der COP dann passiert. Aber ob es passiert, das wissen wir natürlich nicht.
Jetzt haben Sie, Herr Höhne, mir schon die Frage einer Kollegin zum Teil von den Augen mit abgelesen, denn wer sich am meisten bewegen müsste oder wer potenzielle Bremsklötze sein könnten. Der zweite Teil der Frage klang, deswegen lasse ich den Teil weg, der zweite Teil klang aber schon mal an. Wie wichtig ist das Erreichen der versprochenen 100 Milliarden für Adaptation und Mitigation für den Erfolg der gesamten Konferenz? Also gerne in die Runde, das ist jetzt nicht immer an den Vorredner sozusagen gerichtet, ne? Also vielleicht würde ich dazu ganz kurz was sagen und meine Kollegen können dann gerne noch ergänzen, weil ich das Thema auch vorhin schon aufgeworfen habe. Also ich denke, es ist ein bisschen eine Conditio sine qua non. Also wenn diese 100 Milliarden nicht zustande kommen, dann werden wir sehr wenig zu erwarten haben, weil ich glaube, dann wird es sehr stark in alte Lager zurückfallen, die dann auch Fortschritt auf, also bis auf technischer Ebene wahrscheinlich irgendwie sehr schwer nur ermöglichen. Also ich würde erwarten, dass es eine herausragende Bedeutung zukommt, um dann eben auch an anderen Stellen mehr Ambitionen zu schaffen. Also man muss sich, der Geist des Pariser Abkommens zielt eben auch sozusagen, also vor allen Dingen darauf, dass finanzielle Instrumente und Unterstützungsinstrumente für die sich entwickelten Länder einen wesentlichen Anteil daran leisten müssen, um gemeinsam globale Ziele zu erreichen. Und diese Perspektive auch sozusagen in der Betrachtung, was zum Beispiel die EU oder Deutschland tut hinsichtlich des Klimaschutzes, auch immer mit auf dem Radar zu haben und zu sagen, es geht natürlich um die nationalen Ziele, es geht aber auch um die Beiträge zu internationaler Klimafinanz oder Finanzierung von quasi Kreditprojekten in anderen Ländern und wie die eigentlich sich mit dem Pariser Abkommen in Einklang bringen lassen, ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und auch dazu wäre es interessant zu sehen, Herr Höhne hat das auch so ein bisschen erwähnt, was sozusagen nebenbei noch bei der COP passiert, was zum Beispiel andere Länder oder was zum Beispiel an anderen Zusagen auch noch möglicherweise außerhalb des Verhandlungsprozesses auch hinsichtlich diesen Fragen irgendwie zustande kommt. Vielleicht kann ich kurz ergänzen. Ich glaube, diese internationale Klimafinanzierung ist wichtiger denn je. Das Problem ist, dass wir so spät dran sind mit dem Klimaschutz, dass alle so schnell Emissionen reduzieren müssen, wie es überhaupt geht. Ja, also wir müssen globale Emissionen halbieren in den nächsten 10 Jahren und global null erreichen irgendwann Mitte des Jahrhunderts. Das ist eine riesige Herausforderung und funktioniert nur, wenn wirklich alle Länder Emissionen reduzieren. Die dafür in der Vergangenheit mehr verantwortlich waren, aber auch die in der Vergangenheit gar nicht verantwortlich waren für den Klimawandel. Wenn man nur den fairen Beitrag sich anguckt, also was wäre ein fairer Beitrag für die Industrieländer, dann haben die Industrieländer im Prinzip ihr Klimabudget schon übererfüllt. Sie müssten null Emissionen erreichen bis 2030. Das klappt schon gar nicht mehr. Das geht nicht. Egal, wie schnell wir in den Industrieländern Emissionen reduzieren, es wird immer so sein, dass es zusätzlich dazu eine Verpflichtung gibt, den Entwicklungsländern zu helfen, sich auch auf einem Pfad in Richtung hin Null zu bewegen. Und das war vor 10 Jahren oder 20 Jahren noch nicht so. Da hatten wir mehr Zeit, da hätten wir das noch hinbekommen. Die einen gehen schneller, die anderen gehen langsamer. Die Zeit haben wir nicht mehr. Es müssen alle so schnell wie möglich Emissionen reduzieren. Und das geht nur, wenn sich Länder helfen. Und deshalb ist es so wichtig, Vertrauen in diesen Prozess zu bringen, dass tatsächlich auch Geld auf dem Tisch liegt. Und deswegen müssen eben diese 100 Milliarden eigentlich unbedingt erreicht werden, damit dieses Vertrauen erwachsen kann, dass das in der Zukunft noch besser wird. Da schließt die Frage eines Kollegen vielleicht ganz gut an, der sagt, welche Zugeständnisse der Bundesregierung über die Paris-Ziele hinaus sind überhaupt bei der diesjährigen COP zu erwarten? Mit der besonderen Situation der Koalitionsverhandlungen vermutlich auch. Ja gut, kann ich damit verknüpfen vielleicht. Also ich habe es gerade gehört, es wird noch 100 Millionen zusätzlich für Bekämpfung von Extremereignissen geben. Das ist schon erklärt worden heute früh auf so einer Paralleltagung vom DRK. Aber zurück zu der Frage, zu der ich auch nochmal Stellung nehmen wollte. Ich glaube, die 100 Milliarden in diesem Jahr, ist gar keine Frage, werden auf dem Tisch liegen, wenn das die Zentralfrage ist. Aber damit ist ja niemandem geholfen, jedenfalls nicht den Entwicklungsländern. Die haben eine Vorstellung, dass das nicht nur einmal passiert, sondern wiederkehrend über Jahre. Langfristfinanzierung ist extrem wichtig. Also es reicht nicht, dass man dieses Mal sozusagen den Stab überspringt. Deshalb muss auch 2025 schon in Sicht genommen werden, wo es ja nochmal um ganz andere beteiligte Akteure gehen wird.
Und Sie haben eine bestimmte Vorstellung, wozu das Geld verwandt wird. Es geht auch um die Struktur der 100 Milliarden, wofür öffentliche Mittel, Mittel für Adaptation, also in einem ausbalancierten Verhältnis von Mitigation und Adaptation. Das heißt also, insofern ist die entscheidende Frage nicht so sehr die Erreichung des Ziels dieses Jahr und die Überspringung der 100-Milliarden-Hürde, die ist, glaube ich, schon gesichert, wenn man die Struktur der Finanzierung nicht zum Streitpunkt macht. Und der Beitrag der Bundesregierung wird sein, hier an verschiedenen Stellen sicher nicht alle Lücken füllen zu können, aber doch an verschiedenen Stellen noch nachzusteuern, also zusätzlich Finanzmittel zur Verfügung zu stellen für speziell die Anliegen, die die verletzlichsten Länder dieser Welt haben. Uwe. Herr Höhner, eine Frage, die sich konkret an Sie richtet. Wie geht man mit den unterschiedlichen Basisjahren der Reduktionsziele aus? Ist 2010 aus wissenschaftlicher Sicht das beste Basisjahr und was bedeutet das für die EU-Ziele? Es gibt aus wissenschaftlicher Sicht kein bestes Basisjahr. Also es ist ja so, dass alle Länder ihre Ziele so ausdrücken können, wie sie das wollen. Und die nutzen natürlich unterschiedliche Basisjahre, je nachdem, was gerade passt und wahrscheinlich was auch am besten aussieht. Also die Länder in der EU nehmen immer 1990, weil da die Emissionen am höchsten waren. USA macht es auf 2005, weil das da höher war. So macht es jedes Land anders. Natürlich ist das dann schwierig zu vergleichen. Und deswegen muss man das irgendwie auf dasselbe Niveau bringen. Ein Niveau wäre Emissionsreduktion von 1990 an. Eine wäre von 2005 an, eine wäre von 2010 oder sogar von 2020 an. Macht aber alles keinen großen Unterschied. Man kann es auch noch angucken nach Pro-Kopf-Emissionen. Wo stehen die Pro-Kopf-Emissionen heute und wo stehen sie in 2030? Das wäre für mich, glaube ich, der beste Ansatz, den man da nimmt, weil das eben die Größenverhältnisse und auch das mit einbezieht, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn man das jetzt als Maßstab nimmt, dann sind die europäischen Länder ganz gut dabei. USA und Kanada und Australien wegen der historischen hohen Emissionen sehr weit weg. Aber China ist interessant, denn Chinas Pro-Kopf-Emissionen sind inzwischen so hoch wie die von der EU und würden auch noch ansteigen unter dem jetzigen NDC. Also wenn man sich das so anguckt, dann bekommt man ein bestimmtes Bild. Aus meiner Sicht ist aber dieser Vergleich zwischen den Ländern, wer macht mehr und wer macht weniger, gar nicht so wichtig. Wir haben eine gigantische Lücke. Ja? Wir emittieren doppelt so viel, wie wir sollten, unter dem 1,5-Grad-Ziel, das ja eigentlich alle Länder mit unterschrieben haben. Also die Lücke ist so groß, dass die Frage sich gar nicht stellt, wer gut genug ist. Niemand ist gut genug. Auch die Länder wie die EU oder Deutschland, die schon neue Ziele vorgelegt haben. Das reicht hinten und vorne nicht. Und deswegen ist der Vergleich, wer macht mehr und wer macht weniger, gar nicht mehr so wichtig. Wir sind in einer solchen Notfallsituation, dass wir so schnell wie möglich Emissionen reduzieren müssen, dass sich die Frage nicht mehr so stellt. Natürlich, im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen hat sich die Frage schon immer gestellt. Ja, das ist die fundamentale Frage. Wer macht wie viel? Wer muss wie viel machen? Und reicht es nicht, wenn das eine Land das macht, wenn das andere Land mehr macht. Aber weil das Budget, das wir noch zur Verfügung haben, so unglaublich klein ist, ist aus meiner Sicht diese Frage nicht mehr so relevant. Da kommt eine interessante Frage von einem Kollegen, Herr Schleusner. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen könnten. Thema 1 oder Hashtag 1,5-Grad-Ziel, sage ich jetzt mal. Gibt es überhaupt noch ernsthafte Bemühungen irgendeines Landes, dieses Ziel zu erreichen? Naja, also wenn man sich die nationalen Emissionsreduktionsziele anguckt, die ja zum Beispiel Herr Höhner auch und den Kollegen von mir gemeinsam im Climate Action Tracker auch bewerten, gibt es durchaus Länder, die zumindest was die nationalen Anstrengungen angeht, quasi 1,5 Grad in Reichweite halten. Und das gibt es auch durch alle Kategorien. Es gibt entwickelte Länder, es gibt Entwicklungsländer, es gibt Schwellenländer und insbesondere auch am wenigsten entwickelten Länder, die ihre Anteile zu solchen Zielen einreichen und einhalten. Und das heißt, es ist vielleicht, und das ist eine relevante Frage auf der Ambitionsebene, vielleicht auch erreichbarer denn je, dass solche auch nationalen Anstrengungen offensichtlich wirklich in den Politikfokus gekommen sind. Ja, das ist eine Entwicklung der letzten anderthalb, zwei Jahre. Das ist
Und die UK als COP-Presidency geht da auch mit gutem Beispiel voran. Gleichzeitig, wie Herr Höhne ja gesagt hat, wird die Zeit auch immer knapper. Also sozusagen, wir haben eine positive Entwicklung auf der Seite der Politikinstrumente, die solche Ziele jetzt auch wirklich ernsthaft in den Blick nimmt. Auf der anderen Seite steigen weltweit die Emissionen noch oder fallen nicht schnell genug. Und dadurch wird das schon verbleibende Budget immer kleiner und wir wandern in diese von Herrn Höhne beschriebene Notfallsituation, die sicherlich irgendwie ein Bestandteil der Klimaverhandlungen seit der COP1 auch ist. Aber hier jetzt natürlich klar quantifizierbar, weil uns die Zeit davonläuft. Deshalb ja auch die Bedeutung für die COP26, das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Und da wäre mir ein wichtiges Anliegen, klar hervorzustellen, dass das nicht so sein wird, dass wir am Ende der COP sagen werden können, das 1,5-Grad-Ziel wird erreicht oder wird nicht erreicht, sondern im Wesentlichen startet diese COP eine Dekade, in der die Emissionen sehr stark fallen müssen, in der Klimaschutz sehr viel stärker, auch insbesondere im Nahfeld, umgesetzt werden muss. Und die Frage, ob die COP dafür auch die richtigen Weichenstellungen stellt, also ob über die COP hinaus zum Beispiel der Ratchet-Up-Mechanismus weiter funktioniert oder ob die Länder sich 5 Jahre Zeit lassen, um dann ihre Ziele wieder anzuschauen, das sind wesentliche Fragen, an der sich die COP auch messen lassen muss, weil man eigentlich, und ich meine, da redet man kein Geheimnis, es ist nicht davon auszugehen, dass wir am Ende von Glasgow genug Ziele auf dem Tisch liegen haben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das heißt, die Frage ist, was passiert noch zwischen jetzt und dem Ende der COP und welche Ergebnisse liefert die COP, um zum Beispiel auch weiterhin den Druck und ein Momentum für mehr Klimaschutz in dieser Dekade zu erreichen? Welche Calls gibt es da? Ich meine, wenn man John Kerry hört, dann spricht er immer wieder davon, dass es für sie ein Kernziel ist, 1,5 Grad in Reichweite zu halten. Auch die Europäische Union spricht davon, die deutschen Parteien sprechen davon und daran müssen sie sich messen lassen, auch wenn das Ergebnis der COP vielleicht das allein nicht liefert, ist die Frage, wie das mit dem Prozess ab hier weitergeht. Und es ist sicherlich keine Klippe, über die wir fallen werden, wenn es denn architektonisch da irgendwie auch entsprechende Entscheidungen gibt, die jetzt von Glasgow kommen können. Herr Höhne, Herr Schleusner sagte gerade, es gibt Länder, die sozusagen Vorreiter sind. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass nach Paris 2015 Gabun, Nicaragua und Marokko die Vorreiter waren, die jetzt nicht die Großemittenten der Welt sind. Können Sie vielleicht aus dem Ärmel geschüttelt sagen, welche Länder das sein könnten, die da gut vorangehen tatsächlich? Ja, bevor ich dahin gehe, noch eine kurze Bemerkung zu 1,5 Grad. Und was ich sehr auch interessant finde, wenn man sich die Entwicklung anguckt, also das Kopenhagen-Abkommen, das hatte noch 2 Grad festgelegt. In Paris haben wir dann gesagt, weit unter 2 in Richtung 1,5. Also schiebt es so ein bisschen. Und jetzt sehen wir, dass quasi sich sehr, sehr viele Institutionen klar für 1,5 Grad ausgesprochen haben. Ein gutes Beispiel ist das Sondierungspapier der Ampelkoalition in Deutschland. Da steht klar drin, sie möchten einen Pfad einhalten, der mit 1,5 Grad kompatibel ist. Das ist nicht irgendwie vage formuliert, weit unter 2 Grad in Richtung 1,5, nee, da steht 1,5 Grad. Und da ist die Ampelkoalition nur ein Beispiel. Es gibt andere, die sich eben jetzt auch klar zu 1,5 Grad bekennen. Und das liegt daran, dass wir eben, je mehr wir über das Klima wissen, je mehr wir über die Schäden wissen, umso mehr ist es klar, dass wir tatsächlich bei 1,5 Grad aufhören müssen, wenn wir nicht in eine große Katastrophe laufen wollen. Und deshalb finde ich sehr interessant zu sehen, dass viele politische Akteure sich tatsächlich auch 1,5 Grad vornehmen. In Netto-Null-Zielen sieht man das, dass die Länder das tun. Man sieht es auch für ein paar Länder, die sich Ziele setzen, das zu tun. Das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, kommt da relativ nah dran. Aber wir haben auch andere weniger entwickelte Länder wie Costa Rica oder Marokko und Nepal zum Beispiel, die wir relativ gut bewertet haben. Aber das geht hauptsächlich um die Zielsetzungen. Was ich vorhin gesagt hatte, kein einziges, also es gibt vielleicht Länder, die sich ambitionierte Ziele gesetzt haben, aber es gibt eben noch kein einziges Land, das tatsächlich auch so viele politische Maßnahmen umgesetzt hat, um diese ambitionierten Ziele auch zu erreichen. Da diesen Unterschied muss man machen. Aber auch wie immer,
Erst setzt man ein langfristiges Ziel, dann setzt man ein kurzfristiges Ziel und dann setzt man Maßnahmen um, um diese kurzfristigen Ziele auch zu erreichen. Dass wir da noch eine Lücke sehen, ist vielleicht normal, aber diese Lücke muss ganz, ganz schnell geschlossen werden, indem die Länder eben mehr Maßnahmen umsetzen, um tatsächlich die Emissionen zu reduzieren. Die nächste Frage eines Kollegen dreht sich um das Thema CO2-Preis. Ich habe mich erinnert an ein Interview mit Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der gesagt hat, für ihn ist zentral in Glasgow jetzt ein Price on Carbon Agreement. Inwiefern wird denn das da ein zentrales Thema werden und könnte das über Glasgow hinaus auch für die G20 anschließend noch ein Top-Thema sein tatsächlich? Ich kann gerne was dazu sagen, aber habe jetzt schon zu viel gesagt. Herr Schwarze, ich... Ja, ich meine, ich kann natürlich auch was sagen, aber jetzt bin ich wieder auf Ton. Also nein, es steht nicht in dem Sinne auf der Agenda, es ist also kein Agenda-Beschluss der UN-Verhandlungen jetzt zum CO2-Preis. Es gibt ja auch keine Übereinstimmung, gerade in den Ländern. Also die USA hat ja eine sehr kritische Haltung zu der Vorstellung jedenfalls eines in einen Emissionshandel eingebundenen Rahmens. Also ich sehe das jetzt nicht übermäßig mehr, stärker auf der Agenda, als es in den Jahren zuvor war. Natürlich ist es immer wieder, gibt es dazu Nebenstränge dazu, aber wir haben zahlreiche Nebenstränge hier gerade zu bedienen und ich sehe nicht, dass hier dass das Break or Making of Glasgow ist, bei der CO2-Bepreisung jetzt zum Agreement zu kommen. Dazu müsste es dann tatsächlich ins Zentrum gestellt werden. Das ist ja auch förmlich auch in dem Sinne nicht einmal im Paris-Abkommen verankert. Aber besser zurück, Herr Höhne. Ja, ich stimme Ihnen da voll zu. Es steht nicht auf der Agenda. Da wird es in Glasgow keinen Beschluss zu geben. Aber interessant ist die Diskussion schon, wie man ein bisschen mehr koordinieren kann und wie man diese Importe und Exporte von Energie- und CO2-intensiven Produkten regeln kann. In der EU gibt es die Diskussion zu den Border Tax Adjustments, also Strafzölle für energieintensive Produkte. Das schwebt immer so ein bisschen als Drohkulisse im Raum. Länder greifen sehr ungern zu so einer Maßnahme, um eben Handelskriege zu vermeiden. Aber es droht trotzdem. Und es gibt eine Idee eben von so Clubs, also dass man sich als Länder zusammentut, die eben ambitionierte Klimapolitik betreiben, vielleicht mit einem CO2-Preis auf eben energieintensive Produkte und dann eben innerhalb dieses Clubs man keine Probleme hat mit dem Austausch der Waren, aber außerhalb vielleicht schon. Da gibt es viele Probleme mit der WTO, die man da regeln muss. Aber das als Drohkulisse ein bisschen aufrechtzuerhalten, das passiert gerade. Ob das am Ende umgesetzt wird, weiß ich nicht. Und aus meiner Sicht ist noch zusätzlich dazu, das Problem wird immer weniger. Denn wir haben ja jetzt gesehen, dass alle Länder, insbesondere die großen Handelsländer wie China, USA und Europa, hin zu Null Emissionen gehen wollen. Also alle sich auf die Fahnen geschrieben haben, auch ihre Stahl- und Zementproduktion klimaneutral zu machen. Und deshalb wird hoffentlich dieses Problem der CO2-intensiven Importe und Exporte und das Problem des fehlenden der unterschiedlichen Bedingungen für die Industrien, dass dieses Problem hoffentlich relativ bald weggeht, weil eben alle Länder daran arbeiten müssen, ihre Industrien CO2-frei zu bekommen. War da doch ganz gut eine Frage einer Kollegin an, die uns vorher per E-Mail erreicht hat, die nämlich fragt, ob es Diskussionen zur Bepreisung von Flug- und Transportemissionen, vermutlich eben auch internationaler Schiffsverkehr geht. Denn die sind ja oft in den Countings gar nichts mit drin. Ne? Also es geht nicht nur um die energieintensiven oder emissionsintensiven Industrien, sondern auch über internationale Flüge. Weiß da jemand von Ihnen was, ob es da Diskussionen gibt? Wenn nicht Herr Schleusner eingreift, sage ich mal ja, doch. Mhm. Habe ich mir gerade noch mal angeguckt, weil das eben tatsächlich noch mal die Bedeutung auch der Schließung des Regelwerks deutlich macht. Also wir haben hier Parallelwelten gerade. Also UK erklärt jetzt, dass es den internationalen Flugverkehr da einbeziehen will in ihren Handel. Corsia hält sich aber fern, also das von der Internationalen Luftfahrtorganisation selbst organisierte, unabhängige System hält sich also völlig losgelöst bis 27, alles nur freiwillig.
Da entsteht gerade ein Dschungel an CO2-Bepreisungsfantasien, will ich es mal im Moment nennen, die nur geschlossen werden kann, wenn wir jetzt zu dem Regelwerk kommen, was wenigstens die Schritte unternimmt, dass das transparent und konsistent verknüpft wird. Daran mangelt es. Also insofern ist dieser Mangel, den wir 3 Jahre vor uns hintragen, schon auch ein wichtiger. Ich will auch nochmal erinnern, auch für die Entwicklungsländer geht es dabei um die Frage, kann man das besteuern, diese Leistung? Da entsteht ein riesiger Markt. Herr Carney hat ihn auf 600 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mag weniger sein, realistisch gesehen, also nicht nur Flugverkehr, sondern überhaupt diese ganze Kompensationswelt. Aber daran hängen natürlich eine Menge an Anteilen der Proceeds, der Erträge aus dem Handel, der steuerlich mobilisierbaren Erträge aus dem Handel. Und da sind diese Lückenschlüsse jetzt wirklich sehr wichtig. Also sie werden auch in diesen Verhandlungen eine Rolle spielen, weil es wird Enttäuschung auf Seiten der Entwicklungsländer geben, wenn hier nicht eine konsistente und transparente und an den Bedürfnissen der Entwicklungsländer und vor allem der verletzlichsten Entwicklungsländer orientierte Lösung bezüglich des Emissionshandels gefunden wird. Halte ich jetzt nicht für erstens weder gegeben, also ich kann jetzt nicht sagen, das schaffen wir, die 100 Milliarden wird dort geschaffen werden, aber eine Lösung für Artikel 6 sehe ich noch nicht als gegeben, aber sehe sie schlüsselartig gerade für den Flugverkehr, weil da entsteht ein unglaublicher Wildwuchs, der uns viele Probleme bereiten kann in Zukunft. Herr Schleusner. Ja, also da würde ich Ihnen voll zustimmen, ohne jetzt auch zu weit in die Details zum Beispiel von Artikel 6 oder auch den Zielen von zum Beispiel kleinen Inselstaaten da einzusteigen. Aber was da auch durchaus an Aspekten auf dem Tisch liegt, ist die Art und Weise, wie auch solche internationalen Transfers zum einen natürlich so gestaltet werden, dass sie robust sind, wissenschaftlich robust sind, also keine Carbon Leakage auftritt, zum anderen aber auch so gestaltet werden können, dass sie vielleicht auch eine Transaktionssteuer erheben, die entweder zum einen insgesamt einen Beitrag zur Klimavermeidung leisten kann, indem quasi immer wieder Emissionsrechte dann quasi bei jeder Transaktion reduziert werden und oder aber auch also Aufwendungen beitragen kann, um Klimafinanzen zu generieren, die dann zu Anpassungs- und Mitigationsprojekten verwendet werden können. Also die Positionslandschaft da und auch die Forderungen der kleinen Inselstaaten sind da, finde ich, sehr interessant und auch innovativ bezüglich der Instrumente, die Sie da sehen wollen und sicherlich einen detaillierteren Blick wert. Es ist dann immer ein sehr technisches und kompliziertes Feld, aber da wird eben auch sehr viel sich darüber entscheiden, wie robust eigentlich auch ein internationales Regime um das Paris Agreement herum eben ist. Da stimme ich völlig zu. Ich wollte noch einen kleinen kurzen Nachtrag zu dem geben, was Herr Höhne gesagt hat. Ich bin ein kleines bisschen weniger optimistisch, dass sich solche Fragen so ganz von alleine klären, auch in Bezug auf einzelne Länder. Ich nehme jetzt mal eins heraus, aber zum Beispiel Australien ist ein Land, was im Prinzip die finanziellen und auch die, sage ich mal, Umweltbedingungen hat, um sich möglicherweise sehr schnell zu dekarbonisieren, aber eben auch einen großen Moment massiv einfach auf Kohle setzt und sich irgendwie dort sehr unbeweglich zeigt, um es vorsichtig zu formulieren. Und die Frage, welche Rolle zum Beispiel eine Frage von Border Tax Adjustment oder so bezüglich nicht nur Schwellenländern, sondern auch anderen Ländern, die durchaus in der Lage wären, ambitionierten Klimaschutz zu betreiben, aber sich dagegen entscheiden, spielen kann, ist sicherlich auch einer, die ja auf politischer Ebene und außerhalb der Klimakonferenzen aber durchaus sich nicht unbedingt von alleine klären wird. Also das ist sicherlich noch, also im Einzelfall sehr beobachtungswert, was da passiert und diskutiert wird. Vielleicht darf ich noch ganz kurz zum Flugverkehr und Schiffsverkehr was sagen. Und zwar, das ist ja so, dass mit 1997 im Kyoto-Protokoll geregelt worden ist, dass der internationale Schiffs- und Flugverkehr outgesourced wird, sozusagen raus aus dem Accounting der Länder, rein in die internationale Organisation, dem International Maritime Organization und der International Civil Aviation Organization. Und in unserem Climate Action Tracker gucken wir uns nicht nur Länder an, sondern auch die Klimaschutzmaßnahmen dieser beiden Organisationen. Und da sieht man ganz klar, die sind unzureichend, und zwar sehr unzureichend. Da passiert fast nichts.
über die letzten 20 Jahre. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil das sind beides sehr wachsende Bereiche und da müsste deutlich mehr passieren. Und ein gutes Beispiel, das haben wir hier schon genannt, ist in dem Luftverkehr möchte man das Problem lösen über diesen Mechanismus, den man CORSIA nennt, also Zertifikate dürfen da genutzt werden, um die steigenden Emissionen zu kompensieren. Und je nachdem, wie man das Regelwerk von diesem CORSIA ausgestaltet, hat das einen Effekt auf Treibhausgasemissionen oder hat es überhaupt keinen Effekt auf Treibhausgasemissionen, weil einfach alte Zertifikate genutzt werden, die keinen Effekt mehr haben. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass diese Regeln unglaublich wichtig sind. Man kann da sehr viel falsch machen, wenn man die falschen Regeln nimmt. Dann sieht es gut aus, aber es sind eigentlich nur Luftbuchungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch im Rahmen des Klimaschutzabkommens von Paris diese Regeln für die Marktmechanismen so ausgestaltet werden, dass es eben zu wirklichen Emissionsreduktionen kommt und nicht zu Luftbuchungen. Mit Blick auf die Uhr muss ich wieder konstatieren, wir werden nicht alle Fragen schaffen, aber zwei Themenkomplexe möchte ich trotzdem noch kurz anschneiden. Das eine geht um das Thema Negativemissionen. Es scheint ja so, dass das 1,5-Grad-Ziel ohne massive Negativemissionen immer, immer schwerer erreichbar sein wird. Inwiefern spielt dieses Thema auf der COP, auf der kommenden COP, denn eine angemessene Rolle? Und ich denke, da geht es nicht nur um diese Nature-Based Solutions, sondern eben auch um die technischen Lösungen. Wissen Sie da was darüber? Also zum einen muss man konstatieren, dass natürlich zum Erreichen von Netto-Null Treibhausgasemissionen in jedem Falle eine gewisse Menge auch von negativen Emissionen zu erbringen ist. Das heißt, es ist jetzt die Frage der Skala ist natürlich im großen Umfang diskutiert und angesichts der Knappheit des 1,5-Grad-Budgets dort besonders sichtbar, aber bezieht sich eigentlich auf alle, so gut wie alle Klimavermeidungsfälle, die wir zum Pariser Abkommen anschauen. Es bezieht sich, wenn man jetzt den Bezug zur COP herstellt, auch vor allen Dingen darum, wie bezüglich Artikel 6 darauf geschaut wird und auch wie zum Beispiel Länder sich entsprechend solche Ziele dazu geben werden. Also es gibt eine interessante Diskussion oder wird zunehmend eine interessante Diskussion darum geben, wie denn eigentlich diese Netto-Null-Ziele auszugestalten sind. Denn wenn Länder zum Beispiel sich vornehmen, Netto-Null-Ziele dadurch auszugestalten, dass sie dann halt Emissionszertifikate kaufen, wo anderswo quasi negative Emissionen oder negative Emissionsäquivalente generiert werden, dann ist die Frage, was passiert eigentlich mit den Zielen dieser Länder? Ja? Also die Frage, wie fair diese Netto-Null-Ziele sind, wann sie erreicht werden sollen und wie das da auch einem internationalen Transferregime eine Rolle zukommt, zeigen die Bedeutung von Artikel 6 auf. Also nur um das mal ein paar Hausnummern zu machen, wir haben eine Publikation gemacht, wo wir uns allein das mal für solche Emissionspfade angeschaut haben und geschaut haben, was denn eine fairere Verteilung und eine Verteilung, die Gerechtigkeitsprinzipien einbezieht, denn auf das Erreichen von Netto-Null-Zielen hätte. Und das kann locker mal eine Dekade früher sein, wenn man denn eigentlich seine sozusagen, also der aus Gerechtigkeitsprinzipien ableitbaren fairen Beitrag zum Erreichen von solchen negativen Emissionen leisten muss. Da steht das Regime an sich erstmal noch am Anfang. Also es gibt kein Land hat sich ein Negativziel erklärt oder gesagt, sie möchten über Netto-Null-Treibhausgasemissionen hinausgehen. Und die Frage, welche Ziele dort vonnöten sein werden und wie die Diskussion geführt werden muss, wird sicherlich in den nächsten Jahren sich immer mehr intensivieren. Aber ein wesentlicher Punkt, auf den es da zu achten gilt, ist, dass Marktmechanismen schon so aufgestellt sein müssen, dass es dort eben nicht zu quasi Fehlbuchungen oder Accounting kommen kann, wo dann mögliche Mechanismen, mit der auch globalen Negativemissionen erreicht werden können, dadurch korrumpiert werden, dass das System das eigentlich nicht hergibt. Und eine Frage, die jetzt aufkommt, Herr Schwarzer hat sie kurz schon angerissen. Ich habe sie, glaube ich, auch in unserer Einladung aufgegriffen. Es geht nämlich um dieses Methanabkommen, das die EU und die USA auf den Weg gebracht haben vor, weiß nicht, 2-3 Wochen so ungefähr. Bringt dieses Methanabkommen das 1,5-Grad-Ziel wieder besser in Reichweite? Und die Frage, die ich ja immer spannend finde, ist, welche Dynamik kann eine solche Initiative entwickeln? Na ja, gut, das IPCC hat dazu ja schon Stellung genommen. Ja, es hängt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, 1,5 Grad zu erreichen, vom Methanausstoß ab. Dadurch kommen die Spielräume überhaupt erst zustande, die in dem ja etwas besseren
Budget, was das IPCC uns errechnet hat in der Letztfassung vom Assessment Report 6 gegenüber dem 1,5-Grad-Bericht, werden zentral davon gesteuert. Also ist es wichtig, dieses Abkommen, das ist ein Vorstoß der USA, das hätte ich jetzt nicht so unbedingt gleich so gleich erwartet, sehe aber, dass das vor diesem Hintergrund Sinn macht, dass man bis 2020 das mindestens um 30% absenken, bis 2030 um 30% gegenüber 2020 abzusenken. Da sammeln sich ganz viele, also von Woche zu Woche verdoppelt es geradezu exponentiell hier. Glaube ich, wir haben jetzt 70 Länder, die sich schon dahinter gestellt haben. Hier in der Pressemeldung, die ich noch von letzter Woche hatte, waren es irgendwie so um die 30. Also kurzum, da sammeln sich gerade ganz viele. Es ist eine diplomatische Initiative, die zeigt, dass die USA wieder da ist. Das ist sicher der USA auch sehr wichtig jetzt nach dem, ja, nach der Trump-Periode wieder international auch als Führungsmacht anerkannt zu werden. Hier hat sie es schon mal auf jeden Fall sichtbar erreicht. Und wie gesagt, es gibt jetzt Möglichkeiten, es gibt mehr Möglichkeiten auch im Ratcheting für viele. Das muss man auch mal sehen, dass da, wo die CO2 schon ausgeschöpft ist, sind gerade diese Maßnahmen eine Option, sich weiterzuentwickeln. Und es ist eben, wie gesagt, es ist sehr schnell. Dass die hohe Wirksamkeit ist etwas, was uns auf sehr schnellem Wege in die Nähe der Stabilisierung rundum, ich bleibe jetzt doch bei der alten Formulierung, Herr Höhne, erlauben Sie, dass ich noch dabei bleibe, also dass man so weit wie möglich an 1,5 Grad rankommt. Und daher, ja, ich würde das als sehr zentral sehen, ob es dort von Anbeginn eine starke Unterstützung der Länder, die es in der Hauptsache betrifft. Dazu gehört dann eben zum Beispiel China, aber auch eben alle Erd- und Erdgasproduzenten, die natürlich davon betroffen sind, ob sie sich dahinter stellen. Das ist schon auch eine Messlatte, die ich mitnehme. Over. Ja, also wenn ich oder wollen Sie gleich. Genau, also ich glaube, ich sehe das ein kleines bisschen nuancierter. Also in gewisser Weise ist es nicht das erste Mal, dass auch irgendwie Methan dann so kurz vor einem großen, wichtigen politischen Moment irgendwie die Aufmerksamkeit erfährt. In gewisser Weise ist es so, mit CO2 haben wir halt eine kumulative Emission, die relevant sind, und mit Methan kann man aufgrund dessen, dass es ein kurzlebiges Klimagas ist, quasi einmalig hat man eine einmalige Reduktionskarte, die kann man in beliebigen Zeiten sozusagen ziehen. Und was gefährlich ist, ist, wenn Methan-Emissionsreduktionsziele von CO2-Emissionsreduktionsmöglichkeit der CO2-Emissionsreduktion ablenken. Das sozusagen als Eingangsstatement, was sicherlich begrüßenswert ist, ist, dass diese Ziele mit unserem wissenschaftlichen Verständnis von 1,5-Grad-Faden übereinstimmen. Das heißt, das ist relativ gut in line mit 1,5 Grad Faden, wie sie der Weltklimarat darstellt. Und es ist tatsächlich eben so, dass es eine ganze Reihe auch von, von Quellen oder einfach Methan-Flaring und irgendwelchen Methanquellen gibt, die relativ leicht zu schließen wären. Damit wäre dem Klima sicherlich geholfen. Wenn es aber davon ablenkt, dass wir, wie Herr Höhne auch eingangs gesagt hat, unsere CO2-Emissionen über die nächsten Dekade um 50% reduzieren müssen, dann wäre es schlecht. Weil wenn das nicht passiert, dann hilft uns eine einmalige Methanreduktion gar nicht weiter, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, sondern sie verzögert, also sozusagen sie shiftet nur das eigentliche Moment, nämlich dass wir CO2-Emissionen auf Netto Null reduzieren müssen, aus dem Fokus. Und was dabei auch wichtig zu erwähnen ist und oft aus dem Blick gerät, der Weltklimarat ist da auch recht eindeutig, Methan ist ja längst nicht der einzige menschengemachte klimatische Forcer, der kurzlebig ist, sondern Aerosolemissionen sind es zum Beispiel auch. Und das, was wir in den 1,5-Grad-Szenarien ganz klar sehen, ist, dass es im Wesentlichen zu einem Netto-Null-Effekt zwischen den Methanreduktionen kommt und den reduzierten Aerosolemissionen. Das heißt, sozusagen, wenn wir keine zusätzliche Erwärmung bekommen wollen, weil Aerosolemissionen runtergehen, brauchen wir die Methanreduktion. Aber sozusagen das als signifikantes Achievement zu verkaufen, es ist ein Teil
des Komplett-Emissionsreduktionspaketes, ja, den wir brauchen, der vor allen Dingen sich auf CO2 fokussiert, wo wir Methan brauchen, wo wir alle anderen Treibhausgase brauchen und wo wir auf der kurzlebigen Skala eben auch physikalische Effekte zwischen Aerosolemissionen und Methan sehen, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Das muss man alles im Blick behalten, bevor man das bewertet. Und ich persönlich würde da jetzt Herrn Schwarze nicht ganz zustimmen. Also für mich wäre der Methanpledge nicht das relevante Ergebnis, von das ich irgendwie in Glasgow sehen wollen würde. Ich würde sicherlich das begrüßen, aber ich glaube, an anderen Stellen, insbesondere auch an der CO2-Emission und der Transformation des Energiesektors, würde ich deutlich höhere Bedeutung zuweisen. Jetzt haben Sie quasi die letzte Frage, die ich traditionell immer am Ende nochmal an alle Sie drei stelle, gut anmoderiert. Es klang ja immer mal schon bei einigen von Ihnen am Anfang, bei anderen zwischendurch, bei Herrn Schleusner jetzt kurz vor Schluss, aber vielleicht hier nochmal in kondensierter Form und ich gehe wieder in alphabetischer Reihenfolge durch mit der Bitte um nicht zu ausufernde Antwort. Herr Höhne, wann würden Sie von einem Erfolg oder von einer vertanen Chance von Glasgow sprechen? Und wie optimistisch sind Sie, dass Sie am Ende der COP sagen, gut so? Ja, erstmal würde ich festhalten, das Pariser Klimaschutzabkommen wirkt. Es hat dazu geführt, dass die Idee, Treibhausgasemissionen auf null zu reduzieren, komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, dass diese Idee tatsächlich in der politischen Diskussion angekommen ist. Wir haben fast alle Länder dieser Welt wollen hin zu null Emissionen. Und das Pariser Klimaschutzabkommen hat so ein bisschen diesen Druck ausgeübt, dass die Länder das auch tun. Das ist sehr positiv. Trotzdem sehen wir immer noch diese gigantische Lücke kurzfristig zwischen dem Anspruch und Wirklichkeit, zwischen den kurzfristigen Maßnahmen, die Länder umsetzen und die sie eigentlich umsetzen müssen, um 1,5 Grad am Leben zu halten. Und deshalb sind für mich drei Dinge wichtig von der COP, damit sie zum Erfolg wird. Erstens die Umsetzung oder eine Einigung zu den Regeln des Pariser Klimaschutzabkommens, die Marktmechanismen haben wir schon genannt, allein um zu zeigen, dass dieser Prozess Entscheidungen fällen kann und nicht immer alles nach hinten vertagt. Das ist das Allerwichtigste. Dann sind für mich aber drei andere Dinge noch wichtig. Das erste ist eben, dass neue Ziele vorgelegt werden. Und da habe ich die Hoffnung, dass auch am Montag und Dienstag von der COP tatsächlich Länder noch neue Vorschläge machen. Aber vieles ist da schon geschehen. Dritter Punkt wäre eben solche monothematischen Initiativen Unterstützung finden, wie zum Beispiel Kohleausstieg, dass sich da mehr Länder zu bekennen oder das Ende des Verbrennungsmotors ist auch in der Diskussion oder auch dieses Methanabkommen ist nicht das Wichtigste, aber ein Teil dieses Prozesses ist es. Und mein vierter Punkt wäre, dass die Klimafinanzierung signifikant hochgeht, dass Länder zur Konferenz kommen und sagen, dass sie hier mehr Geld bereitstellen. Wenn all diese vier Dinge passieren, dann wäre das sicherlich ein großer Erfolg. Herr Schleusner, wo ist bei Ihnen die Grenze zwischen Erfolg und vertaner Chance? Also ich würde Herrn Höhne da in allen Punkten beipflichten. Auch das sind Dinge, die ich sehen würde. Was ich noch anfügen würde aus meiner Warte ist, dass die COP nicht, also wenn die COP nicht schafft, eine Perspektive aufzuzeigen, wie in der nächsten Dekade Ambition erhöht wird, sowohl auf der Klimaschutzvermeidung als auch zum Beispiel bei der Bereitstellung von Finanzen und Finanzierungsmitteln, dann wird es eine vertane Chance sein. Denn wir werden auch über diese Klimakonferenz hinaus mehr Klimaschutz brauchen. Wir werden immer noch eine Lücke haben, da würde ich sehr stark ausgehen, auch am Ende der COP, auch wenn wir die optimistischen Annahmen treffen, welche Länder noch möglicherweise sich Ziele setzen. Und dort muss weiter dran geblieben werden, dort muss weiter nachgeschärft werden und die COP muss ein Signal setzen, dass es eher ein Startschuss für einen Sprint in der nächsten Dekade ist, als ein Abschluss von einem Prozess 5 Jahre nach Paris und dann warten wir 5, bis wir das ins nächste Mal uns drüber unterhalten. Wenn das und dazu muss ein wirklich auch auf hohem Level gesendetes politisches Signal her, um diese Dynamik zu erzeugen. Und ich denke, für mich wäre das ein ganz wesentlicher Punkt, den ich als Erfolgskriterium für diese COP auch mit ansetzen würde, ob solche Signale auch wirklich gesandt werden. Und Herr Schwarze, auch Ihr Blick interessiert mich. Also zunächst, glaube ich, die entscheidende Frage ist, funktioniert der UN-Prozess? Das ist eine Frage, die an diese Veranstaltung gestellt wird. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sich sowas wie so ein Walkout von
den zivilgesellschaftlichen Organisationen wiederholt, wie in Madrid. Das muss ich sagen, war einfach unerträglich. Und insofern muss, wie gesagt, der UN-Prozess hier revitalisiert werden nach einer schweren Störung. Ich sehe es nach wie vor als schwer gestört durch die Pandemie, aber eben auch durch Versagen vielfach. Daran entscheidet sich Erfolg oder Misserfolg der UN. Was jetzt die ganz konkreten Fragen angeht, stimme ich natürlich auch den Rednern zu. Essentiell wird jetzt wirklich sein, das Regelwerk zu schließen. Das ist so eine kleine, sehr konkret definierte Maßnahme, die erreicht werden muss. Ich finde es wichtig, dass Missbrauch verhindert wird. Also auch das, was Herr Höhne ganz klar nochmal gebrandmarkt hat. Also Länder wie Mexiko oder Brasilien, die schön rechnen in der Baseline, muss gestoppt werden. Also wenn da Signale sind, dass Einzelne in dieser Hinsicht den Prozess korrumpieren und das geht jetzt durch, dann wird es schwierig. Ja, ansonsten, wann wird es zum Erfolg? Hauptsächlich, glaube ich, wenn die Mittel jetzt langfristig erkennbar werden. Also dass nicht nur einmal eine Leistung erbracht wird, sondern dass erkennbar den Bedürfnissen der Entwicklungsländer folgend die Struktur und Aufbringung der Mittel über eine längere Frist erreicht wird. Das scheint mir, das wäre ein echter Erfolg aus diesen Verhandlungen. Ja, spannende Wochen liegen vor uns. Morgen kommt der UNEP Emissions Gap Report. Am Donnerstag kommt der State of Climate Action Report, der einen Überblick über den Stand der Transformation weltweit der verschiedensten Sektoren liefern wird. Sonntag beginnt 2 Wochen Klimagipfel in Glasgow. Währenddessen erscheint das Global Carbon Budget. Also ich glaube, wirklich, wirklich viele Punkte, an denen wir ganz genau hingucken sollten. Ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, über Ihre ausdauernde und große Resonanz. Vielen, vielen Dank dafür. Und Herr Höhne, Herr Schleusner, Herr Schwarzer, auch vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns alle ein bisschen besser auf diese COP vorzubereiten. Wir werden das Video so schnell wie möglich auf unsere Homepage einbinden. Das Transkript folgt dann wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages. Wenn Sie einen Audiomitschnitt wollen, schreiben Sie uns an die Ihnen wahrscheinlich vertraute E-Mail-Adresse redaktion@sciencemediacenter.de. Und auch sonst freuen wir uns, wenn Sie in Kontakt mit uns treten. Danke an alle in dieser Runde und Ihnen allen noch einen schönen Tag und ja, spannende Beobachtungen der COP. Tschüss. Herzlichen Dank. Dankeschön.